Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Im Irak und in Syrien schlachten derzeit brutale Gotteskrieger im Namen Allahs Menschen anderen Glaubens ab. Hier wird der Islam in sein Gegenteil pervertiert, sagen die einen. Nein, der Islam selbst ist gewalttätig und trägt faschistische Züge, sagt Hamed Abdel Samad. Der Politikwissenschaftler ist heute Gast bei mir. Er stellt sich der Kritik von Muhannad Gorshid, meinem zweiten Gast. Der Islamtheologe lehrt in Münster und sagt exakt das Gegenteil. Islam ist Barmherzigkeit und das setzt einen barmherzigen Gott voraus. Herr Abdel Samad, um Himmels Willen, wie kommen Sie zu dieser These, der Islam trägt faschistische Züge? Ja, wir müssen uns fragen, was bedeutet Faschismus? Wie definiert man Faschismus? Der Faschismus für mich ist eine politische Religion, nicht nur eine politische Ideologie. Eine Ideologie, die die Welt in Gut und Böse unterteilt, Freund und Feind. Eine Ideologie, die die eigenen Anhänger mit Hass und Ressentiments gegen Andersdenkende und Andersgläubige vergiftet. Eine Ideologie, die nach Weltherrschaft strebt. Eine Ideologie, die antisemitisch ist. Eine Ideologie, die von der eigenen Auserwähltheit ausgeht. Und das ist der Islam auch. Und das alles verbinden Sie mit dem Islam, auch in Ihrem Buch, der islamische Faschismus. Faschismusvergleiche sind verpönt. Sie leben in Deutschland, gerade in Deutschland. Gerade in Deutschland, finde ich, dieser Vergleich ist wichtig. Gerade in Deutschland versteht man, was es bedeutet, wenn eine Gruppe sich über die Menschheit erhebt und glaubt, alle anderen seien dieser Gruppe unterlegen, moralisch und menschlich. Wenn eine Gruppe die eigenen Anhänger entmenschlicht oder alles unter Menschen betrachtet, wenn diese Gruppe mit ihrer Ideologie durchkommt, dann erleben wir Szenen wie in Deutschland zwischen 1933 und 1945, aber auch in Syrien und Irak erleben wir genau die gleichen Szenen jetzt, weil eine Gruppe eine ähnliche Ideologie verfolgt, die eigenen Gegner als Untermenschen betrachtet und deshalb auch deren totale Vernichtung in Kauf nimmt. Die Weltherrschaft, das Einteilen in Gut und Böse. Was sagen Sie zum Faschismusvorwurf gegen den Islam? Zuerst Grundsätzliches. Es gibt die Muslime und es gibt die islamische Tradition und beide sind in einem Prozess, in Interaktion miteinander und dadurch wird ein Narrativ erzeugt, also dadurch wird auch Tradition erzeugt. Weil wir Muslime so unterschiedlich sind, wir leben in unterschiedlichen Kontexten, wir erzeugen unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Narrative über den Islam. Wenn Sie einen Muslim heute in Syrien fragen, was er unter Islam versteht, im Irak, in Saudi-Arabien, in Australien, hier in der Schweiz oder in Deutschland, Sie werden sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Und das ist alles der Islam, diese Bandbreite. Das heißt, den Islam gibt es gar nicht. Hier spürt man schon den Professor, oder? Der unterscheidet. Sie lehren in Münster, sind Leiter dieses Zentrums für islamische Theologie. Hier sitzt der Politikwissenschaftler, der auch Sprachen studiert hat, der Autor. Faschismusvorwurf, was sagen Sie dazu? Das heißt, wenn wir unterschiedliche Narrative über den Islam, da gibt es auch ein Verständnis vom Islam, das, was wir heute gerade im Irak erleben, was der sogenannte Islamische Staat produziert, ein Verständnis von Islam. Und da stimmt einiges überein mit dem, was Herr Abdussamad sagt, in dieser Ideologie. Was wichtig ist, dass wir hier unterscheiden, von welchem Narrativ sprechen wir gerade, von welcher islamischen Tradition sprechen wir. Pauschalieren wir und sagen, der Islam ist so, oder sind das bestimmte Narrative, bestimmte Erzählungen über den Islam, die manche Muslime vertreten, die vielleicht berechtigt sind mit dem Vorwurf, diese Ideologie ist gefährlich jetzt. Also ob man das jetzt mit dem Begriff Faschismus bezeichnet, ist eine andere Diskussion. Es ist immer schwierig, Begriffe aus einem Kontext hinein zu projizieren, in einen anderen Kontext. Aber man kann bestimmte Lesarten des Islams berechtigterweise kritisieren, aber da muss man schon differenzieren. Also Sie würden sagen, bei IS in Syrien, Irak, würden Sie es gar noch knapp durchgehen lassen, Faschismusvergleich, habe ich es richtig rausgehört, aber sonst bitte Vorwurf der Pauschalisierung. Ja,
wir haben vorhin gesagt, was ist Faschismus, dann sagen wir, was ist Islam, was ist das Herzstück des Islam? Das ist der Koran, der Prophet und seine Tradition. Wenn und die Tradition der Gelehrten. Und die Tradition, aber ich rede jetzt vom Herzstück, also das ist wirklich, was unumstritten ist, das ist das Prophet als Vorbild und das ist der Koran. Alles ein Buch, das Leitung auch für Muslime gibt, nicht nur spirituelle Leitung, sondern auch Handlungsleitung. Wenn wir lesen in der Biografie des Propheten, dass der Prophet Arabien, Juden und Christen rein gemacht hat, alle Ungläubige aus der arabischen Halbinsel vertrieben hat und den Islam durchgesetzt hat. Wenn wir lesen, dass er an einem Tag 600 wehrlose Juden enthaupten ließ, deren Frauen versklavt und die Kinder auch. Die ISIS-Leute nehmen den Propheten als ein Vorbild. Wenn wir im Koran lesen, dass Gott, den sie barmherzig nennen, 25 Mal direkte Tötungsbefehle an die gläubigen Muslime, an Ungläubigen, direkte Tötungsbefehle, tötet sie, enthauptet sie, verstümmelt sie, dann kann man nicht sagen, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun oder die ISIS-Leute haben den Koran falsch verstanden. Sie beziehen ihre Legitimation direkt aus der Biografie des Propheten und aus dem Koran. Also stimmt, was Herr Abdussamad sagt? Ist das richtig? Ist korrekt die Geschichte mal von Mohammed und dann auch, dass das so im Koran steht? Es stimmt, dass wir einen Kern haben. Natürlich haben wir den Koran, die Aussagen des Propheten. Nur, wie der vierte Kalif, der Imam Ali, gesagt hat, der Koran spricht nicht, sondern die Menschen bringen ihn zum Sprechen. Sie sprechen durch ihn. Das heißt, der Koran ist da, wir haben die prophetische Tradition, wir haben Narrationen. Die Frage ist, welche Lesart, wie lese ich jetzt den Koran? Und was hole ich raus aus dem Koran? Ich gebe ein provokantes Beispiel, was Herr Abdussamad gerade kurz angeschnitten hat. Jahre 627, es wird erzählt, wenn man in der Biografie des Propheten bei Ibn Ishaq sieht, in der Tat gab es ein jüdischer Stamm, Banu Qurayza, die Verrat ausgeübt haben in einem Krieg zwischen Propheten und Mekkaner. Es hat einen Vertrag gegeben zwischen dem Propheten und diesem jüdischen Stamm. Die haben diesen Vertrag abgebrochen und Krieg mitgeführt mit den Mekkanern gegen Mohammed. Daraufhin gibt es jetzt unterschiedliche Narrative. Was hat er mit ihnen gemacht? Sie werden bei Ibn Ishaq Zahlen lesen zwischen 400 und nicht nur 600, bis 900 geht es, die er angeblich an einem Tag umgebracht hat, nicht nur die am Krieg beteiligt waren. Jetzt lesen Sie bei der prophetischen Tradition, die Sunna, bei Bukhari, bei Muslim, das Ereignis. Dort werden keine Zahlen erwähnt und dort wird gesagt, nur die Krieger. Jetzt lesen Sie ein anderes Narrativ über die Geschichte, ein Buch, Kitab al-Amwal heißt das, mit einer authentischen Überlieferungskette. Dort ist die Rede nur von 40 beteiligten Kriegern, die geschlachtet wurden. Wir haben hier Zahlen, 40, 400, 600, 700 bis 900, die an einem Tag angeblich jetzt ermordet wurden. Die Frage ist, warum gibt es so unterschiedliche Narrative? Ibn Ishaq ist bekannt, er neigte dazu, die Biografie des Propheten zu glorifizieren. Je mehr der Prophet umgebracht hat, desto stärker, männlicher, mächtiger ist er. Übrigens lesen wir genauso über die Sexualität des Propheten, der angeblich 30 Mal mehr Potenz hätte als ein Normalsterblicher. Warum machen die Leute damals das? Weil sie in ihrem Kontext gedacht haben, sie tun dem Propheten etwas Gutes an. Wenn sie ihn etwas aufblähen, warum und dann ignorieren sie diese Tradition? Naja, das ist es. Also dann kommt jemand und nimmt einen Narrativ und sagt, das nehme ich. Ibn Ishaq ist nicht nur ein Narrativ, das ist das Buch schlichthin, das die Geschichte des Propheten erzählt, von allen islamischen Gelehrten anerkannt, alles die Geschichte des Propheten, wurde nie angegriffen von den Theologen. Doch, sogar von Imam Malik, er hat über ihn gesagt, er ist ein Lügner sogar. Also da gibt es, aber wir thematisieren das zu wenig. Und da haben Sie vollkommen recht, wenn wir uns nicht historisch kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen. Sein Ibn Ishaq, der 200 Jahre übrigens nach dem Tod des Propheten seine Biografie geschrieben hat, können Sie sich vorstellen, was dazwischen alles an Elemente eingeflossen sind, dass wir uns auseinandersetzen, objektiv auch mit Ibn Ishaq und sein, Ibn Ishaq ist nicht vom Himmel gefallen und da müssen wir Muslime uns ernsthaft mit dem auseinandersetzen und überlegen,
kann sein, dass da alles so in Stein gemeißelt ist, was drinnen ist, oder gibt es andere Narrative, für die wir uns stark machen? Was ich nur ein Satz, was ich dazu sagen wollte, ist die Frage, warum nimmt ein ISIS-Mensch das eine Narrativ, sagt nein, also ich ärgert sich sogar, wenn er das hört mit den 40, er will die 900 lieber, sogar um zu zeigen, nein, Mohammed war doch stark und er will sich ja mit einem starken Mohammed identifizieren, der Menschen umgebracht hat. Und warum nehme ich in Münster, wenn ich meine Studierenden ausbilde, eher das andere Narrativ mit den 40, natürlich mit Argumenten begründet. Ich kann Ihnen sagen, warum diese Leute diese Narrativen nehmen. Mhm. Weil sie vergleichen diese Narrativen aus der Prophetentradition mit dem, was im Koran steht, und das stimmt überein. Wenn Gott, wenn im Koran 206 Passagen über Gewalt und Krieg und Töten stehen, wo Gott sich selbst, den sie barmherzig nennen, als Krieger bezeichnet, der auf der Seite der Muslime kämpft, der sagt dem Propheten im Koran, du hast sie nicht getötet, sondern Allah hat sie getötet. Du hast nicht mit dem Speer geworfen, Allah hat geworfen. Wenn Gott sich selbst als Krieger betätigt, auf der Seite einer Gruppe gegen andere Gruppe, Menschen, die er angeblich auch selber geschaffen hat. Das, die ISIS-Leute sehen das und merken, es gibt keinen Unterschied. Wenn die, wie kann Mohammed eine barmherzige Religion zustande bringen, wenn wir lesen, dass er in den letzten acht Jahren seines Lebens 80 bis 90 Kriege geführt hat, Ghazawat und Saraya. Ja. Das bedeutet, jeden Monat ein neuer Krieg. Jeden Monat ein neuer Krieg. Wann kann so ein Mensch eine Gesellschaft stabilisieren oder zustande bringen, die von Barmherzigkeit redet? Wissen Sie, welche Barmherzigkeit, und ich habe ja Ihr Buch gelesen, die Barmherzigkeit, die im Koran und in der Prophetentradition vorhanden ist, ist die Barmherzigkeit der Muslime untereinander. Das steht auch im Koran. Mohammed und seine Gefährten sind untereinander barmherzig und gegenüber den Ungläubigen hart. Das ist genau der Unterschied. Klar, und ich überspitze das auch, die Nationalsozialisten waren auch untereinander barmherzig. Hitler war auch nett zu seinem Hund, hatte auch Freundschaften, hatte auch menschliche Seiten. Aber gegenüber den anderen waren die Nationalsozialisten unmenschlich, und gegenüber den Feinden waren auch die Muslime, nicht nur zu Zeiten von Mohammed, sondern in der Traditionsgeschichte auch unbarmherzig. Ja. Gleichwohl steht der Vorwurf des Fundamentalismus jetzt gegen Sie im Raum, oder? Sie greifen einen Teil der Tradition heraus. Vergleichen Sie denn Mohammed mit Hitler? Man darf natürlich einen Mensch aus dem 7. Jahrhundert nicht mit einem Menschen aus dem 20. Jahrhundert vergleichen. Aber Mohammed und seine Gebote sind nicht im 7. Jahrhundert geblieben, sondern die kommen jetzt und haben den Anspruch, sich politisch mitzumischen, ihre Konzepte in der Welt, nicht nur in der islamischen Welt, sondern in der ganzen Welt durchzusetzen. Und deshalb muss ich auch Mohammed und den Koran mit den Maßstäben des 21. Jahrhunderts auch beurteilen. Man kann natürlich einen Deal machen, wenn man tatsächlich Reform haben will, dass ich den Propheten mit den Maßstäben von heute nicht beurteile, aber dass auch der Prophet sich nicht einmischt. Aber jetzt sprechen Sie plötzlich von Tradition. Ja, es ist natürlich. Wir sitzen hier und wir wissen nicht wirklich, wer Mohammed war und wie er war. Was am Ende bleibt, sind die Texte, wie diese Texte wahrgenommen werden, wie sie gelebt werden in der islamischen Geschichte und wie der Prophet als Vorbild erlebt und gelebt wird. Und das, was die ISIS-Leute machen, ist nichts anderes als diese Tradition, die weit verbreitet ist und anerkannt ist. Ich ging zur Schule in Ägypten und habe Inhalte gelernt, die mit der ISIS-Ideologie d'accord sind. Die Tatsache, dass wir beide an der Zivilisation herangewachsen sind, das ermöglicht uns eine gewisse Distanzierung, wo wir sagen, wir sind gegen Hände abhaken, wir sind gegen Enthauptungen, aber das alles hat es im Islam gegeben.
die Tatsache, dass es viele nette Muslime gibt, bedeutet nicht, das ist die Lehre des Islam, sondern das ist ein Segen, dass die Mehrheit der Muslime den Islam nicht so umsetzt. Also sie verstricken sich in Widersprüche. Es gibt jetzt andere Traditionen, es gibt andere Auslegungen oder Interpretationen des Islam. Und sie sagen, der islamische Faschismus ist nicht der Titel und die Stoßrichtung falsch. Müsste es nicht heißen, der islamistische Faschismus? Nein, ich meine natürlich, der Ausgangspunkt des Buches, der islamische Faschismus, ist ein Vergleich zwischen den islamistischen Bewegungen und den faschistischen Bewegungen. Beide übrigens sind aus der gleichen Epoche, geboren in den 20er Jahren. Die islamistischen Bewegungen in Ägypten und in Indien sahen auch den Faschismus als Vorbild. Und die Idee des also das Führerprinzip, die Auserwähltheit, der Traum von der Weltherrschaft, natürlich beeinflussten sie sich gegenseitig. Aber der Islamismus ist nicht ein neues Phänomen in der islamischen Welt. Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Es waren nicht die modernen Islamisten, die die Weltherrschaft angestrebt haben zum ersten Mal, sondern das ist der Anspruch des Islam seit Anbeginn. Was hat der Islam dann sonst in Ägypten, Irak und Syrien und Andalusien gemacht, gesucht? Wo hat er sich verteidigt? Das war Expansion. Diese Expansion speist sich aus dem Koran heraus, der sagt, die Religion bei Allah ist Islam und deine Aufgabe als Prophet ist, den Islam durchzusetzen, um über alle anderen Religionen zu siegen. Und das ist das, was Mohammed und seine Gefährten gemacht haben und das, was die Eroberungskriege danach gemacht haben. Und das ist genau das, was die ISIS-Leute auch im Irak vorhaben. Zu behaupten, das hat alles mit dem Islam nichts zu tun oder das ist eine falsche Leseart. Nein, das ist das Herzstück. Das ist raison d'être. Ja, es stehen jetzt viele Vorwürfe im Raum. Sie haben es erwähnt, ägyptische Wurzeln. Sie sind im Libanon geboren, in Saudi-Arabien aufgewachsen. Sie haben dann in Wien Soziologie studiert, leben jetzt heute in Deutschland. Also zwei unterschiedliche Hintergründe, zwei Muslime, die jetzt streiten. Jetzt müssen Sie doch mal erklären, eines Ihrer Bücher heißt Islam ist Barmherzigkeit. Wie Sie denn bei dieser Vorlage, das müsst ihr jetzt mal erklären. Also Folgendes, also wenn Herr Abdussamad sagt, zum Beispiel, ich vergleiche Mohammed mit Hitler, welchen Mohammed? Sie sagen selber, wir haben unterschiedliche Erzählungen. Die erste Biografie des Propheten, die wir kennen, die entstand 200 Jahre nach seinem Tod. Es gibt sehr viele, also nicht nur unterschiedliche, widersprüchliche Narrative über den Propheten, über Auslegungen des Korans selbst. Die Frage ist, warum entscheidet sich eine Person, ein Theologe, eine Gruppe, wie immer, für die eine Interpretation, nicht für die andere? Wir beschäftigen uns zu sehr mit Abstraktem. Wir sollten uns auch zugleich mit den Menschen beschäftigen und uns fragen, diese Menschen, die in Interaktion mit der Tradition stehen, warum selektieren sie? Was steckt dahinter, dass ein ISIS-Mensch lieber diese Lesart haben will, dass ich lieber die andere Lesart und der Dritte eine andere dritte Lesart haben will? Das heißt, auch die Stellen, die jetzt angedeutet wurden im Koran, die in der Tat kriegerische Auseinandersetzungen ansprechen, wie liest man diese Stellen? Als Imperative, ahistorisch, übergeschichtlich und sagt, da spricht ein Gott hier autoritär für alle Zeiten, tötet Ungläubige, wo immer sie ihr findet? Oder geht es um einen historischen Kontext und wo wir das alles kontextualisieren, um zu sagen, daraus können wir keine allgemeine Aussagen ableiten für alle Zeiten, sondern in einem bestimmten historischen Kontext wird etwas in einer bestimmten Sprache zum Ausdruck gebracht. Und da müssen wir uns damit auseinandersetzen, mit dem historischen Kontext. Und ich bezeichne Sie mal als Reformtheologen, der eben versucht, den Koran nicht als in Stein gemeißeltes Wort zu sehen, der versucht, die Tradition des Islam in die heutige Zeit hinein zu interpretieren. Aber woher beziehen Sie diesen Islam der Barmherzigkeit? Folgendes, was sehr zentral ist. Mein Ausgangspunkt ist, dass Barmherzigkeit als Wesensattribut Gottes. Was heißt ein Wesensattribut? Das heißt, ein Wesensattribut, ein ewiges Attribut, davon gibt es kein Gegenattribut.
Satz. Also Gott ist nicht manchmal barmherzig und manchmal unbarmherzig, sondern er ist über die ganze Strecke hinweg immer barmherzig. Und alles andere, was wir in Gott, also wie Gott sich beschreibt im Koran, auch als der strafende Gott zum Beispiel, das ist Teil seiner Barmherzigkeit. Das ist meine These, wenn ich von einer Theologie der Barmherzigkeit spreche. Und das begründen Sie auch mit dem Koran, für die, die den Koran nicht gelesen haben. Natürlich, natürlich. Wenn der Koran selber, also warum beginnt der Koran immer wieder die Suren mit dieser Formel im Namen Gottes, des Allbarmherzigen? Also offensichtlich will dieser Gott sich so mitteilen, dass er sagt, aufpassen, bevor du weiterliest. Denk immer daran, ich bin der Barmherzige. Wenn er selber sagt, meine Strafe erreicht, wen ich möchte, aber meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Mhm. Das heißt, er relativiert hier seine Strafe, aber macht seine Barmherzigkeit absolut. Und deshalb, wenn ich sage, Gott ist barmherzig, ich selektiere nicht und sage, das gefällt mir gerade. Und deshalb nehme ich das und blende ich etwas aus, sondern ich sage, die Barmherzigkeit ist absolut. Und der strafende Gott, das ist der relative Gott. Wenn Gottes Barmherzigkeit absolut ist, dann ist sie zu allen Lebewesen, zu allen Menschen, ob Gläubige, nicht Gläubige, immer barmherzig. Das ist meine These und das ist mein Ausgangspunkt, warum ich sage, Islam ist Barmherzigkeit, weil der Islam von einem Barmherzigen Gott ist. Sie schreiben, Mohammed versetzte seine Gegner durch Gewalt in Angst und Schrecken und pflanzte die Saat der Intoleranz in das Herz des Islam. Ihr Buch, Der islamische Faschismus. 2014 erschienen. Blenden Sie diese Tradition komplett aus? Das ist eine Erzählung über Mohammed. Mhm. Nein, ich bin ja für Historisierung und kritische Leseart des Korans. Aber es ist amüsant, wenn ich vom islamischen Faschismus spreche, dann fragt man mich, von welchem Islam reden Sie überhaupt? Aber wenn Sie sagen, Islam ist Barmherzigkeit, kommt keiner und sagt, von welchem Islam reden Sie? Ich habe gefragt, auf welche Tradition sich Herr Rochid beruft. Ja. Selbstverständlich sind die kriegerischen Passagen im Koran historisch zu verstehen. Das waren konkrete Kriegssituationen, wo Krieg zwischen Muslimen und Ungläubigen stattgefunden hat. Und diese Tötungsbefehle beziehen sich auf diese Zeit. Aber auch die Barmherzigkeit und der Frieden im Koran ist auch historisch zu verstehen und nicht für alle Zeiten gilt. Wenn es im Koran steht und wenn Sie euch die Hand zum Frieden strecken, dann, oder wenn Sie zum Frieden neigen, dann schließt auch Frieden mit Ihnen. Das war eine strategische Aktion, die 2 Jahre später aufgehoben wurde, denn Mohammed hat dann gegen die Leute Krieg geführt, mit denen er 2 Jahren davor gemacht hat. Als Mohammed in Mekka oder die Muslime in Mekka noch eine kleine Minderheit waren. Da waren all diese barmherzigen Passagen da, weil aus der Situation einer Minderheit heraus, aus dem Bewusstsein eines Verfolgten heraus, kann man wunderbar tolerant und offen und ist man eigentlich für Vielfalt dankbar. Da hat Mohammed in einer mekkanischen Sura den Ungläubigen in Mekka gesagt, euch euer Glauben und mir mein Glaube. Und später, als er nach Medina ging und er wollte mit den Juden irgendwie eine Annäherung starten, dann hat er gesagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Das steht natürlich im Koran. Aber diese Passagen sind frühere Passagen, als Mohammed noch keine Armee hatte. Als er eine Armee hatte, dann war all das weg. Da musste der Koran sich durchsetzen. Dann ging er nach Mekka und hat Mekka zurückerobert. Wie hat er es zurückerobert? Er ist mit 10.000 Armee-Mann. Mhm. Und die Leute haben die Fackeln schon gesehen und hatten Angst gehabt. Genau. Und deshalb konnten sie ja nichts. Und was hat er mit denen gemacht? Er hat ihre Götzenbilder zerstört. Ja, was mit den Personen? Er hat Ibn al-Achtal umgebracht, weil er seine Rückkehr nach Mekka nicht akzeptiert hatte. Ja. Und die kamen zu Mohammed und haben ihm gesagt, Ibn Achtal will nicht. Aber dann hat er gesagt, tötet ihn. Dann haben sie gesagt, der nimmt Schutz in Kaaba, wo kein Mensch einen Mensch umbringen sollte. Und dann hat er gesagt, tötet ihn, auch wenn er am Kaaba hängt. Das war Mohammed. Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Als er eine Minderheit, als er eine Minderheit war, dann war er für Vielfalt. Als er zurückkam,
gab es diese Vielfalt nicht mehr. Er hat dann die Götzenbilder der Mekkaner, das heißt auch ihre Religion, was er früher gesagt hat, euer Glaube, mir mein Glaube. Ja, dann mich hat er gesagt, interessiert jetzt die andere Interpretation. Genau, ein Satz dazu. Als Mohammed nach Mekka gegangen ist, wo er wirklich am Höhepunkt seiner militärischen Stärke war, also kurz sogar vor seinem Tod, in der Tat, Zehntausende sind hineingegangen, die anderen haben sich sofort ergeben, sie haben gesehen, wir haben keine Chance. Wer waren diese anderen, die Mekkaner? Das waren die Muslime über Jahrzehnte gefoltert haben. Sie haben ihn gefragt, was passiert jetzt mit uns? Und er hat sie gefragt, ja, was glaubt ihr, was ich mit euch mache? Und was erzählt uns die Geschichte? Es gibt nur diese eine Vision übrigens, die Geschichte. Er hat ihnen gesagt, so wie Josef, also Prophet Josef, seine Geschwister vergeben hat, ich vergebe euch, geht, ihr seid alle frei. Diese Stelle gibt es nicht in der islamischen Tradition. Das gibt es als Erzählung, aber sagen Sie mir, Sie sind jetzt Islamwissenschaftler, sagen Sie mir da, ist das in Bukhari, ist das in Ibn Ishaq, wo gibt es diese Stelle? Es ist eine Erzählung, die nur viele... Kurz, wo geht die Stelle nachher, will ich die Geschichte noch fertig Genau, aber das ist genau das. Das ist eine Erzählung, das ist dann beliebig. Sie suchen sich jetzt eine Passage raus, die nicht in der Tradition verankert ist. Diese Ishabu Antum Mutlaqa ist nirgendwo alles sahih. Die Frage ist eben, er hat die Mekkaner einfach freigelassen. Die haben miteinander gelebt in Mekka. Er hat sie nicht geschlachtet. Es gibt kein einziges Narrativ. Gab es andere Religionen neben Islam in Mekka danach? Es gibt keine Erzählung, dass Mohammed in Mekka dann alle abgeschlachtet hat oder so, wo er die Stärke hat. Also gerade in seiner Stärke. Jetzt die Frage, aber die ich jetzt stellen möchte. Warum nimmt man eine Einzelperson, es gibt ein Narrativ, eine Einzelperson, der getötet wurde. 14. Und es gibt viele Tausende, Zehntausende sogar, wenn nicht mehr sogar, über 100.000, weil die Muslime schon waren 120.000 der damaligen Zeit. Wieso blendet man ein Narrativ und nimmt man sich ein Narrativ? Das ist genau dasselbe Problem, das wir haben mit unseren Extremisten. Die blenden genauso die Narrative, dass Mohammed doch allen verziehen hat in Mekka und versucht ein konstruktives Zusammenleben. Und das ist unsere Kritik immer an Kritiker, die sagen, ja, Moment. Sie sprechen jetzt von Limitierung der Gewalt und Sie sprechen von einem grausamen Propheten. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Sie haben ein Interpretationsproblem. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, was im Buch von Herrn Dussamad auch ein sehr schönes Beispiel auch vorkommt. Abraham. Er sagt, Abraham war auch ein Faschist, weil er Befehl bekommen hat, seinen Sohn zu schlachten. Und er gehorcht einfach, sagt, jetzt schlachte ich meinen Sohn. Der Stammvater Abraham, nur kurz zur Erläuterung, der eben auch im Alten Testament seinen Sohn als Opfer darbringt. Genau, also eine jüdisch-christlich-muslimische Geschichte. Genau. Jetzt ist dann im letzten Moment wie nicht gut, dafür man ein Tieropfer dann darbringt. Und wie geht man mit der Geschichte um? Genau. Es gibt ein Narrativ, eine Leseart. Hier geht es um blindes Gehorsam, um Unterwerfung vor einem diktatorischen Gott, der sagt, mach's. Und mach's einfach. Es gibt aber ein anderes Narrativ, andere Erzählung. Ja, gerade dieser Gott wollte ihm sagen, eben, es geht nicht darum, den Sohn zu schlachten. Deshalb habe ich jetzt entweder oder was immer an seiner Stelle, um einen Abbruch hier zu demonstrieren mit einer alten Tradition. Das ist der die christliche Theorie. Das ist das, was wir unsere Studierenden beibringen. Das ist die christliche Leseart und die erkenne ich auch. Das war ein Bruch mit der Tradition des Menschenopfers. Aber im Koran nennen Sie mir einen einzigen Interpreten des Korans, der diese Geschichte so interpretiert. Nein, sie neigen dazu, diese Geschichte als Gottes Befehle auszuführen, ohne den moralischen Gehalt dieser Geschichte in Frage zu stellen. Rein menschlich. Wir haben einen Vater und wir haben einen Sohn und der bekommt einen Befehl von Gott im Koran, nicht nur einen Traum wie in der christlichen, sondern einen Befehl, töte. Dein Sohn, töte deinen Sohn. Dann geht er und dann will ihn umbringen und dann kommt dieses Opfer. Und dann wird er gelobt, Abraham im Koran, dass er den Befehl Gottes ausführen wollte. Nicht, dass es das. Und das verankert genau diese urfaschistische Idee. Man sollte die Befehle ausführen, wenn sie von dem Führer kommen, ohne den moralischen Gehalt, ohne die Menschlichkeit zu betrachten, weil der Führer das so
will. Und Abraham wird dafür gelobt, nicht, dass er seinen Sohn nicht geopfert hat, sondern dass er ihn opfern wollte, um Gottes Verheißung. Das ist die eine Lesart, das ist die eine Interpretation. Wir haben inzwischen über 800 Studierende schon mit den Studien dieses Jahres in Münster. Wir lesen das anders, wir interpretieren das völlig anders. Als Abbruch mit einer Tradition, wo man das Kind... Übrigens, diese Tradition wurde leider fortgeführt. Sie kennen das in der Biografie. Mohammed, als er sein Vater, also lange Geschichte, da wollte man das mit seinem Vater schon machen. Er war das 10. männliche Kind, der Vater von Mohammed, Abdullah, und wollte man ihn opfern. Es war gang und gäbe, dass man ein Kind geopfert hat für Gott. Und da kommt dieses Narrativ, diese Geschichte, um Abbruch damit zu machen. Es ist in der Tat dann die Frage, wie lesen wir das? Es ist nicht die Frage, was steht. Das, was steht, ist starr. Wie bringen wir Dynamik hinein, indem wir Menschen das lesen? Und die Frage ist, wie lesen wir das? Warum lesen Sie das so? Warum liest ein Salafit so? Und ich bin mir sicher, wenn Salafit zuschauen, jetzt würden sich über mich aufregen, sind eher auf Ihrer Seite und sagen, ja, nein, nein, das war so ein Salafisten Gehorsam. Interpretieren Salafisten wörtlich. Nicht nur wörtlich, sondern im Sinne eines diktatorischen Gottes. Und das ist das Problem bei Salafisten oder überhaupt eine Vorstellung von einem Gott, der für sich das braucht. Also Gehorsam, sonst bin ich beleidigt als Gott. Aber ich sage immer den Menschen, aber wir sprechen dann nicht mehr von Gott. Wir sprechen von einem minderwertigen Wesen, nicht mehr von Gott, wenn wir uns Gott vorstellen. Aber Sie interpretieren so, das war das Ende des Menschenopfers, also wieder Gewaltlimitierung. Also eine ethische Ansage, man soll das beenden. Es gibt einen Theologen, der es anders interpretiert. Es gibt viele andere. Es ist in Ordnung, dass es andere und unterschiedliche Interpretationen gibt. Aber was ist das für ein Gott, der im Koran direkte Tötungspassagen oder Befehle gibt und sich darauf verlässt, dass die Menschen das nicht so ernst nehmen, wie er das? Gott spricht im Koran, und das ist ja das Hauptproblem letzten Endes. Nicht nur das, was im Koran steht, sondern die Geisteshaltung der Muslime gegenüber dem Koran. Alles das unverfälschte, direkte Wort Gottes an die Menschen. Gott hat die Muslime auserwählt, um zu ihnen sein letztes Wort, sein Manifest sozusagen zu... Das ist das Problem. Und wenn Muslime das lesen und da steht, tötet die Ungläubigen oder enthauptet sie, verstümmelt sie, schneidet ihnen die Beine ab, ja, schlägt auf ihre Finger, Hälse. Das ist... Was ist das für ein Gott, der im Koran in Sura 4 sagt und schlagt sie, also ihre Frauen, also wenn die Frauen widerspenstig werden, dann schlagt sie und dann sich darauf verlässt, dass es ein kluger Theologe 1400 Jahre später kommt und sagt, damit ist nicht unbedingt gemeint, schlag sie, sondern vielleicht nur schubst sie weg oder so. Das ist alles eigentlich absurd. Und man kann, wenn man eine Religion der Barmherzigkeit ist, dann sollte man direkte, klare Ansagen, also wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann kann ich das zitieren. Also ich habe ja gelernt, dass man nicht einzelne Verse aus dem Koran für mich herausziehen soll und so sozusagen aus dem Zusammenhang zitieren soll. Gleichwohl, jetzt diese Stellen gibt es ja. Schlagt eure Frauen zum Beispiel. Wie gehen Sie damit um? Eben genauso historisch kontextualisieren. Was war damals los? Man hat zugeschlagen als erstes Mittel, um Konflikte zu lösen. In einer patriarchalen Gesellschaft. In einer sehr stark patriarchalischen, archaischen Gesellschaft. Jetzt kommt der Koran in der 4. Sure und sagt, es gibt andere Mediationsformen. Spricht miteinander, macht dies, macht jenes und treibt Gewalt an letzte Stelle. Natürlich für unsere heutige Zeit, wenn wir mit unseren heutigen Augen, wo wir Menschenrechte haben, dies und jenes, sagen wir, ja, wieso steht das aber noch immer drinnen mit dem Schlagen? Denken Sie immer, das ist ein Buch, das im 7. Jahrhundert entstanden ist, wo Gewalt an erster Stelle gekommen ist, dass Gewalt zurückgereiht wird an letzter Stelle in diesem Vers. Das ist für damals ein progressiver Schritt, ein revolutionärer, aufklärerischer Schritt für damals. Es ist nie aufklärerisch, wenn ein Gott, ein Mann, Erlaubnis gibt, wenn die Frau, wenn er befürchtet, dass die Frau widerspenstig ist. Also nicht, wenn die Frau tatsächlich widerspenstig ist, sondern wenn der Mann befürchtet, dass sie widerspenstig ist und schlagt sie. Warum hat Gott, der Barmherzige, das nötig? Weil er, und warum weil, müssen wir im 21. Jahrhundert alles intelligente Menschen, die Kant und Rousseau gelesen haben, die die Aufklärung unter sich haben, hier uns an diesem Tisch sitzen und
in diesem Vers herumwursteln und zu sagen, das war damals aufklärerisch. Und wozu brauchen wir dann den Koran als moralisches Vorbild überhaupt? Moment, wir verwechseln erstmal die Ebenen. Sie haben vollkommen recht. Aus unserer heutigen Perspektive protestieren wir über diese Stellen, auch viele Stellen im Alten wie im Neuen Testament genauso. Wir protestieren. Wir protestieren, indem wir eben sagen, wieso gibt es diese Stellen überhaupt? Was ist das für ein Gott? Aber das seien Sie heute. Im 21. Jahrhundert, Sie und ich im 7. Jahrhundert, hätten wir das nicht gesagt, weil wir nicht so weit gewesen wären, genau das so zu reflektieren. Sie haben es ja jetzt gerade erklärt, oder? Es gibt Mediation, es gibt das Gespräch, dann kommt die Gewalt. Also es war in der Zeit ein Fortschritt. Nein, Moment. Sie argumentieren ja genau fundamentalistisch wie diejenigen, die Sie kritisieren. Nein. Am Schluss, nach dieser Auslegung, gehen Sie wieder zurück und sagen, nein, hier steht die Gewalt. Und deshalb, was ich sage am Ende ist, die Gewaltpassagen sind historisch zu verstehen und die wunderbaren, toleranten Passagen auch. Die waren auch nicht von Mohammed für alle Zeit gemeint, sondern situationbedingt. Und deshalb, das disqualifiziert den Koran ja als ein moralisches Buch, das wir im 21. Jahrhundert als Grundlage für unser moralisches Handeln. Es gibt jetzt andere Bücher, die moderner sind. Die Menschenrechtserklärung steht für mich über dem Koran. Und das erwarte ich von einem aufgeklärten Theologen, der sagt, wir haben die Menschenrechtserklärung. Und wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen nicht irgendwie herumwursteln im Koran, indem sie... Das habe ich hier herausgehört. Sie gehen ja mit einer ganz anderen Haltung dann an dieses Buch heran. Jetzt nochmal zurück zu Abraham Stammvater, ein Stammvater der Juden, der Christen, der Muslime. Sie schreiben in Ihrem Buch, der Faschismus ist in gewisser Weise mit dem Monotheismus verwandt. Ist für Sie das Christentum, das Judentum auch faschistisch? Das Christentum und das Judentum haben sicherlich faschistoide Züge, die Sie durch Selbstreflexion und Aufklärung bearbeitet haben und sich davon gelöst haben. Es gibt andere christliche und jüdische Fundamentalisten, die immer noch diese faschistoiden Züge haben. Jeder Absolutismus hat faschistoide Züge. Jede Ideologie, die exklusivistisch ist, die die anderen ausschließt, hat faschistoide Züge. Aber das Judentum und das Christentum haben im Laufe der Jahrhunderte gelernt, rational mit der eigenen Tradition umzugehen. Also eben diese Gewalt. Worten. Natürlich gibt es in der Bibel, auch Gewaltpassagen. Aber es sind jetzt keine Tötungsbefehle direkt von Gott an die Gläubigen, Ungläubige zu töten, sondern die beschreiben bestimmte Situationen. Heute die meisten Christen wissen, dass das Alte Testament ist jetzt nicht ein Wort, das von Gott direkt an einen Propheten offenbart wurde, sondern wurde auch von Menschen im Laufe der Zeit bearbeitet und geschrieben. Und die Moderne, die Aufklärung, hat Menschen in die Lage versetzt, sich von ihrer Tradition ein Stück zu distanzieren. Und diese Distanzierung ist notwendig, um die Texte zu relativieren. Heißt, und Sie und der Islam sind vor der Aufklärung stecken geblieben. Das Problem ist, wenn man erwartet, dass der Koran, also wie Herr Abdussamad auch erwartet vom Koran, dass er Anweisungen, also moralische Anweisungen gibt, und dann kritisiert er sie. Der Koran ist an erster Stelle kein Buch der Ethik. An erster Stelle ist ein Buch der Spiritualität. Gott stellt sich selber vor, er bemüht sich auch, dass der Mensch auch in eine spirituelle Beziehung zu ihm kommt, ihn kennenlernt. Das ist Aufgabe des Korans an erster Stelle. Wir haben auch unsere Vernunft, das ist eine alte Diskussion übrigens in der islamischen Tradition, ist die Vernunft, erzeugt die Vernunft das Gute und das Schlechte oder die Offenbarung? Und ich glaube, wir erwarten zu viel, wenn wir sagen, für das 21. Jahrhundert erwarten wir vom Koran, dass wir drinnen jetzt alles detailliert nachlesen können. Das wollen die Extremisten bei uns. Aber der Islam, also der Koran gibt allgemeine Ansagen, vor allem wenn er eben dadurch, dass er betont, 55. Sura, Ar-Rahman, Al-Quran, Khalaqul Insan, also der Barmherzige, den Menschen erschaffen hat. In seiner, Gott in seiner Rolle als der Barmherzige hat er uns erschaffen. Also wir sind sozusagen ein Produkt der Barmherzigkeit Gottes. Es reicht mir schon, wenn der Koran auch an mich glaubt. Sie kritisieren, wozu brauchen wir einen Kurschid nach 1400 Jahren, der uns dann erklärt, was im Koran ist. Ich sehe darin eine Würdigung Gottes, des Menschen auch im 21. Jahrhundert, dass er ihm sagt, ich habe dir
mein Wort gegeben, ich schicke keine Propheten, gar nichts da. Du hast das Ruder in der Hand, interpretiere, und wie der Prophet selber gesagt hat, alles, was im Sinne der Menschen ist, ist im Sinne Gottes. Das heißt, Gott sitzt nicht da und ist beleidigt, wenn man das so oder so interpretiert, sondern er ist beleidigt oder in Sorge, besser gesagt, nicht beleidigt, in Sorge, wenn wir den Koran menschenfeindlich interpretieren. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, auch wenn wir in die Zukunft gucken und uns fragen, nach welchem Islam streben wir, welche Interpretation des Islam wollen wir, dann brauchen wir einen gemeinsamen Nenner, und das ist der Mensch. Und deshalb, ich sage, der Gott, an den ich glaube, der Gott, den ich im Koran lese, ist ein Gott, der an den Menschen glaubt. Wunderbar in der zweiten Sure, in der Schöpfungserzählung, als die Engel an den Menschen nicht geglaubt haben, Gott sagt doch, ich glaube aber an den Menschen. Wenn wir uns einigen, wir glauben an den Menschen, der wiederum interpretiert wie immer, und ich glaube, sie haben mit mir weniger Probleme als mit Muslimbrüdern oder Salafiten, dann glauben sie auch daran, dass es Menschen gibt, die aus dem Text auch das Gute herausholen, und dann gehen wir gemeinsam diesen Weg. Ich hatte eine Großmutter, die eine gläubige Muslime war, die friedlich war, die noch nie von Gewalt oder sowas gesprochen hat. Natürlich kann man aus seiner Religion auch Frieden begründen. Mein Problem ist, sie sagen, Gott hat uns dieses Buch gegeben und dann hat uns überlassen mit diesem Buch, und damit wir daraus machen, was wir sind oder was wir wollen. Denn wenn ich die islamische Geschichte betrachte, was im Namen dieses Buches passiert... Sie waren ja selber bei den Muslimbrüdern. Genau. In Ägypten. Genau. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen im Namen dieses Buches umgebracht worden sind, dann muss ich sagen, dass dieses Projekt Gottes eigentlich gescheitert ist. Dann hat er irgendwie die Menschen falsch oder missverstanden. Die Blutspur einer Religion ist gerade en vogue. Die Weltwoche, ist der Islam böse, Cicero... Die Neue Zürcher Zeitung, Töten im Namen Allahs, ein Großartikel von Martin Ronheimer. Was hier nicht steht, er ist Professor an einer Universität des Opus Dei, also eine rechtskonservative Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Alles Wasser auf die Mühle der Rechten, der Konservativen, was Sie erzählen. Ich lasse diese Erpressung nicht zu. Wir haben ein ernsthaftes Problem mit dem Islam und mit der Interpretation des Islam. Und wir können nicht schweigen und sagen, der Islam ist die Religion des Friedens und die Religion der Barmherzigkeit, und all das, was wir sehen, sind nur Phantome. Nein, alles, was wir sehen, hat auch mit dem Islam zu tun. Wir müssen die Probleme benennen. Ich erpresse Sie benennen. Nicht. Es gibt in Deutschland 4 Millionen Muslime, es gibt in der Schweiz 400.000. Viele würden Ihnen sagen, Sie beleidigen mich. Warum? Wenn ich die Gedanken eines Menschen kritisiere, dann nehme ich diesem Menschen die Würde nicht ab. Die Viele Menschenrechte, sagen, ich habe mit Religion wenig oder nichts zu tun. Ja, ich kritisiere auch nicht Muslime, die mit Religion wenig oder nichts zu tun, sondern Muslime, die im Namen ihrer Religion töten, im Namen ihrer Religion Frauen versteinigen, im Namen ihrer Religion ihre Mädchen nicht an Schwimmunterricht schicken. Eine absolute Minderheit. Die Mehrheit ist irrelevant, wenn sie untätig ist. Die Nationalsozialisten waren auch eine Minderheit irgendwann in der Gesellschaft. Aber als sie am Ruder waren, dann hatten sie das Sagen. In Mosul leben 2 Millionen Muslime, die normal sind, die Mehrheit. Was tun sie gegen 10.000 ISIS-Kämpfer? Gar nicht. Die Mehrheit ist irrelevant, wenn sie sich gegen solche Auswüchse nicht wehrt. Man kann sich in sein Schlafzimmer zurückziehen und sagen, Islam ist die Religion des Friedens. Aber wenn man zulässt, dass diese Fundamentalisten im Namen des Islam all das durchsetzen, ohne sich dagegen zu wehren, wenn Muslime sauer auf mich sind und sagen, sie beleidigen mich, wenn ISIS-Leute sie nicht beleidigen und ich sie beleidige, dann sind sie auch ein Teil des Problems. Sie haben ja mit den Fundamentalisten zu tun, oder? Nach dem Erscheinen Ihres Buches, der Autobiografie Mein Abschied vom Himmel, 2010 war das, wurden Sie dann bedroht mit einer Fatwa schon in Ägypten, dann nach einem Vortrag im Jahr 2013 eine Todesdrohung. Sie leben seither unter Polizeischutz. Ja, ist das nicht auch Faschismus irgendwie, wenn man für seine Gedanken, ich habe in meinem Vortrag, was ich in meinem Buch auch geschrieben habe, der islamische Faschismus, habe meine Thesen, das sind Gedanken. Ich habe nicht gesagt, schafft Muslime aus der Welt weg, sondern ich habe gesagt, in dieser Religion, in diesem Buch ist
unglaubliches Gewaltpotenzial. Und das hat sich immer im Laufe der Geschichte gegeben. Fühlen Sie sich bedroht? Ich fühle mich nicht bedroht. Ich bin bedroht. Das war nicht nur eine Bedrohung, sondern das war ein Mordaufruf, dreifach im ägyptischen Fernsehen. Von Menschen, die Millionen Anhänger haben, die Herr Khurshida auch kennt und beobachtet. Und das sind auch Dimensionen, die für mich komisch sind. Wenn ein Mohammed-Karikaturist nur eine Bombe im Turban des Propheten zeichnet, dann sind Muslime aufgebracht und sagen, der hat unser Prophet in Zusammenhang mit dem mit der Gewalt zusammengebracht. Wenn ich ein Buch über den islamischen Faschismus schreibe, dann sind sie aufgebracht und sagen, er beleidigt uns. Und dann werde ich sogar mit dem Tode bedroht. Aber wenn die ISIS-Leute mit einer Flagge durchlaufen, wo der Name Mohammed geschrieben ist, wo der Glaubensbekenntnis des Islam geschrieben ist, dann fühlen sie sich auf einmal dieser wunderbaren, friedlichen Muslime nicht beleidigt. Dann gehen sie nicht dagegen vor. Sie wollen gegen mir vorgehen, aber sie gehen nicht gegen Menschen, die im Namen Mohammed töten. Die Schweizer Bischöfe gesagt, die Muslime sollten sich auch die Verbände doch mal klar dazu äußern. Die Verbände haben dann gesagt, das haben wir aber längst gemacht. Sie haben sich von dieser Gewalt distanziert. In Ihrem Alltag, Sie haben jetzt vor kurzem auf Facebook gesagt, ich verlasse Deutschland. Was heißt denn das, diese Bedrohung für Ihren Alltag? Ich kann nicht mehr normal leben und ich will auch nicht auf Dauer unter Polizeischutz leben. Und wenn kritische Stimmen immer so an den Rand gedrängt sind, da helfen mir auch diese Millionen Muslime nicht, die sagen, der Islam ist friedlich. Die waschen ihre Hand in Unschuld und sagen immer. Das ist wie ein Mantra. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Natürlich hat das mit dem Islam zu tun. Wie kommt es eigentlich, dass Sie beide Muslime mit ägyptischen Wurzeln im Libanon aufgewachsen, dann in Saudi-Arabien als Kind, so unterschiedliche Interpretationen und Erlebnisse mitbringen? Weil der Mensch, wie gesagt, wir sind Kinder unserer Kontexte, Kinder unserer Zeit. Das, was wir anfangs gesagt haben, es gibt nicht den Islam im Sinne, dass der für sich spricht, sondern wir Menschen. Aber in Saudi-Arabien, da ist eine strenge Auslegung des Islam en vogue. Ja. Frauen, Männer getrennt, ich weiß nicht, Frauen, die nicht Auto fahren dürfen. Da sind Sie als Kind aufgewachsen. Aber zugleich, ich komme aus einer palästinensischen Familie, die im Libanon aufgewachsen ist. Wir waren immer im Sommer im Libanon, wo ich ganz was anderes erlebt habe dort. 50% der Bevölkerung im Libanon sind Muslime, 50% Christen, 50% der Muslime Sunniten, andere Schiiten. Wir sind eine sunnitische Familie. Zwei meiner Onkel sind mit schiitischen Frauen verheiratet. Das war nie ein Thema. Also wo heute zwischen Sunniten und Schiiten das Krieg schon ein Todesurteil ist, da waren Ihre Onkel verheiratet. Genau, also es war eine Normalität. Und wenn man so aufgewachsen ist in einer Familie, wo Vielfalt dazugehört, aber in der Schule was anders lernt, das war für mich ausschlaggebend, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, es gibt unterschiedliche Deutungen des Islams. Aber nicht nur das. Man hat sehr viele Diskriminierungen in Saudi-Arabien erlebt, also auf sozialer Ebene. Ich durfte nicht studieren, keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, Krankenhäuser, erster Klasse. Wegen Ihrer Religion? Weil ich Ausländer bin, obwohl ich Muslim bin. Und als ich nach Österreich damals 1989 gegangen bin, um zu studieren, weil ich in Saudi-Arabien nicht studieren durfte, am selben Tag habe ich mich eingeschrieben in der Uni. Gleich war ich krankenversichert, damals für 50 Schilling im Monat, 3,5 Euro ungefähr im Monat. Und durfte ich zum selben Arzt gehen, zu dem auch der vermeintlich ungläubige Österreicher gehen darf. Das war für mich, es klingt jetzt banal und oberflächlich, aber für mich war das ein Erlebnis. Ich habe meine Eltern angerufen, ihr glaubt nicht, ich bin krankenversichert wie die Inländer. Obwohl, das sind die Ungläubigen. Da fängt man an zu überlegen, was will Islam eigentlich, was will Religion, was will Gott von uns? Warum sollten die jetzt in die Hölle gehen und aber wir gehen im Paradies? Geht es um Überschriften, worum geht das? Und dann fängt man an, sich viele Gedanken zu machen, Theologie zu studieren. Finde ich wunderbar. Genau da können wir uns langsam näher kommen. Denn erst brauchen sie die Distanz zu dieser Region. Wenn gläubige Muslime unter sich sind, dann werden solche Inhalte sehr oft orthodox ausgelegt. Ja. Wenn man die Distanz wagt und aus der Distanz heraus das Ganze betrachtet,
dann kommt die Selbstreflexion. Eigentlich das, was nicht ursprünglich im Koran vorgesehen war, denn Muslim und Islam müssen eine Einheit sein. Der Muslim muss nach dem Islam leben, damit er gottgefällig wird. Aber die Moderne hilft uns, uns davon zu distanzieren, dann können wir die Texte relativieren, das, was die Fundamentalisten nicht machen. Aber wie war das in Ihrer Geschichte? Ihr Vater ist ein Imam gewesen. Das wäre wahrscheinlich Ihre Berufung dann gewesen. Wo sagen Sie, da war der Punkt, wo Sie gesagt haben, da stimmt was nicht? Ich habe den Koran, den gesamten Koran, schon als Kind auswendig gelernt und sollte auch wie mein Vater Imam werden, Prediger. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin überfordert mit dieser Rolle. Das ist zu groß für mich. Ich bin ein normaler Mensch mit Schwächen und Laster. Und ich würde gerne auch meine Schwächen und meine Laster ausleben. Und die Religion sieht diese Schwächen als eine Sünde und hat ein Heilmittel dagegen, eine Erlösung. Man muss Reue zeigen und man muss sich an die Gebote halten und so weiter. Der Islam gibt einen unglaublichen Katalog an Verhalten, was man alles tun muss, wenn man auf die Toilette geht, wie man isst, was man isst, all das. Und das war zu viel. Und in mir gab es schon einen Individualisten, der neugierig war, der anders leben wollte, der auch gegen solche Inhalte rebellieren wollte. Und ich habe angefangen, irgendwann, als ich erwachsen war, diese Inhalte des Koran rational zu betrachten und menschlich zu betrachten. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Ansprüche an den Menschen im Koran sind so hoch. Der Humanismus dagegen würdigt die Schwächen des Menschen. Im Gegenteil, Aristoteles sieht dieses Mängelwesen als eine Chance. Kant entdeckt das. Und in diesem Mängelwesen, in dieser Fehlbarkeit des Menschen, eine wunderbare Chance sehen zur Selbstentfaltung. Aber als Voraussetzung dafür braucht man eben diese Distanz. Und diese Distanz, dazu gehört für mich auch, Fragen zu wagen, die keiner vorher oder weniger vorher gewagt haben, zu sagen, vielleicht ist das nicht einmal das Wort Gottes. Das Ganze könnte ja auch ein menschlicher Produkt sein, der aus dieser Zeit entstanden ist. Warum sind wir darin so verhaftet, die ganze Zeit dieser Göttlichkeit des Textes hinterherhinken? Wie kamen Sie denn zu den Muslimbrüdern? Ja, das erste Mal musste ich meine Familie verlassen und dann wurde ich Marxist, weil ich mit der Religion nichts zu tun habe. Und ich war noch jung, 17 Jahre alt und so weiter. Und nach einer Weile kommt der Wunsch nach Gemeinschaft, nach Spiritualität zurück. Mein Onkel ist gestorben. Ich konnte mit der Situation nicht zurechtfinden. Und man sucht dann die Spiritualität, die Moschee, das Gebet. Und dann kam ich wieder zu den Muslimbrüdern. Und dann habe ich gemerkt, warum muss man immer eigentlich eine Ideologie verlassen, um Schutz bei einer anderen Ideologie zu suchen? Der Mensch kann auch für sich denken. Der braucht nicht die Religion als Wegweiser und braucht nicht den Marxismus als Wegweiser. Man kann selber durch seine Erfahrung, durch seine Fehler auch etwas lernen. Und ich habe gemerkt, dass nichts wertvoller ist als die Freiheit. Und zur Freiheit gehört, dass es keine Grenzen im Denken gibt. Und die Religion gibt uns auch klare Grenzen vor. Gott und Gottes Bild kann man nicht in Frage stellen. Den Propheten kann man nicht beleidigen oder in Frage stellen. Den Koran und die Göttlichkeit des Koran und die Unantastbarkeit des Koran kann man nicht angreifen. Und eine Gesellschaft, wie ein Mensch auch, kann nicht weiterkommen, wenn es diese rote Linien permanent gibt. Also mein Problem ist weiterhin, wenn ich mir das anhöre, also wenn ich jetzt die Augen schließe, habe ich das Gefühl, da sitzt ein Salafist XY, will ich keinen Namen nennen, neben mir und spricht und sagt, Islam gibt es rote Linien, man darf nicht denken. Also das ist genau fast wortwörtlich. Warum wurden Apostaten getötet im Islam? Darf man Gott leugnen im Islam? Ja, natürlich. Ich meine, es geht... Natürlich, also... Jeder dem Seinen, also
es hat keinen Sinn, jemanden zu zwingen. Ich meine, Sie wissen ja, die Absicht in der Theologie, welche Rolle sie spielt. Also wenn man ein Gebet betet, nur um zu heucheln, dass es nicht zählt, geschweige davon, wenn man ganze Religion annimmt, weil man Angst hat, getötet zu werden, aber innerlich lehnt man alles ab, deshalb macht keinen Sinn. Diese Konzepte, die Sie zu Recht kritisieren, Sie sagen immer, der Islam. Ich sage immer wieder, Islam ist das, was Muslime als Islam präsentieren. Und da gibt es unterschiedliche Muslime, die unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedliche Islam. Wo ist denn die Freiheit im Islam, die Sie leben? Wo ist denn die biografisch bei Ihnen zu Hause? Die Freiheit im Sinne von, wie ich den Islam auslebe. Ich lebe meine Religion gerade jetzt im Gespräch mit Ihnen. Also, dass ich mich als Mensch gewürdigt fühle. Sie haben sie ja offenbar nicht so starr, nicht so einengend, nicht einen Gott, der Sie wie eine Marionette führt, erlebt, dass Sie zum Schluss kommen, Islam ist Barmherzigkeit. Eben, ist ein theologischer Gott und Gottesdienst ist in Und wo haben Sie das erlebt in Ihrer Biografie? Also mehrfach. Als Kind? Also oder? Mehrfach. Also in meiner Kindheit, vor allem im Libanon, mit meiner Oma, also was ich öfters erlebt habe, was ich mit ihr auch durchgemacht habe. Sie ist Analphabeten gewesen übrigens. Also die hat nicht einmal den Koran ganz verstanden eigentlich, aber sie hat wirklich verstanden, worauf es ankommt. Letztendlich kann mich immer wieder erinnern, Freitag, wo sie Freitag für Freitag mich auch mitgenommen hat von den Moscheen, wo die armen Menschen versammelt haben, kommend aus der Moschee, und sie hat Essen mitgebracht, meistens Brot und Käse, zugleich typisch für Libanon Kirchen neben den Moscheen. Und da kamen die armen Menschen aus der Kirche, weil sie wussten, es kommen Spenden, kommt Essen, Trinken. Und die gab ihnen, und die hat mir immer wieder gesagt, schau mal, da sind Menschen. Und unsere Aufgabe ist, Gottes Intention nach Liebe hier zu verwirklichen. Und denen zu helfen, ist Teil von unserem Auftrag, von unserem Auftrag als gläubige Menschen. Ich habe also damals schon begriffen, was Gottesdienst bedeutet. Leider Gottes erlebe ich das selber, auch in meiner Arbeit, immer wieder von Muslimen, die meinen, das ist Leid, Islam, was Khurshid macht, und selber sich für die frommen Muslime hinstellen, verbreiten sehr viel über mich gerade auch. Lügen, macht Christentum aus dem Islam, macht Islam leid, nehmen Stellen aus dem Buch, übrigens nicht nur Salafisten, auch manche Kollegen, auch die Religionslehrer ausbilden, machen das. Und dann sage ich, die haben ihr Ego längst nicht besiegt. Die sind verfallen unter ihrem Sie praktizieren einen Islamleid. Wir praktizieren den Islam erst, wenn jeder überlegt, welche Spuren der Liebe, der Barmherzigkeit ich in meinem Leben eingraben möchte, sodass ich Liebe veranlasse in meinem Leben. Natürlich, religiöse Rituale sind auch Bestandteil davon, aber sind kein Selbstzweck. Wir tun nicht Gott einen Gefallen. Er will nichts für sich. Wenn wir davon ausgehen, wird Religiosität, religiöses Leben auch lebendig in unserem Alltag. Und das ist eine Leseart. Jetzt wird Herr Abdussalam sagen, ja, mit dieser Leseart habe ich so gut wie kein Problem. Aber es gibt diese und jene Leseart. Aber dann erwarte ich von ihm auch, dass er sagt, es gibt bestimmte Lesarten, bestimmte Verständnisse. Es gibt nicht die Muslime und der Islam, sondern Islam ist immer das, was durch diese Interaktion rauskommt. Dann arbeiten und dann hinterfragen, wie gesagt, warum diese Muslime zu dieser Leseart und jene Muslime zu dieser Leseart. Dann finden wir politische Absichten bei den Menschen, soziale Hintergründe und so weiter. Und dann arbeiten wir auch daran, damit diese Menschen, weil ein gesundes Herz, sage ich immer, ein gesundes Herz, produziert in seiner Interaktion mit dem Islam ein gesundes Verständnis von Religion. Wenn ein religiöser Mensch wissen will, wie fromm oder religiös er ist, der soll nur fragen, wie viel Liebe erzeuge ich letztendlich in meinem Alltag. Nicht wie viel Mal ich gebetet habe und Stunden in der Moschee gesessen bin, dann haben wir einen gemeinsamen Nenner. Sie haben das jetzt gut zusammengefasst. Wir sind auch am Ende unseres Gesprächs. Sie könnten das sicher akzeptieren, die verschiedenen Interpretationen des Islam, aber auch Sie als Herausforderer mit Ihrer These. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Abdelsamad, Herr Khurshid. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hier in 2 Wochen wieder.